Hallo, Nagi hier. Willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ja, so habe ich euch vor 2 Jahren zu meinem allerersten Let's Play begrüßt. Und zwar zu Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Kaum zu glauben, dass es schon so lange her ist. Und ich dachte, zu diesem Anlass mache ich nochmal den Anfang des Spiels. Einfach nur mal, damit ich selber sehen kann, wie ich mich so über die 2 Jahre verändert habe, was Let's Playen angeht. Falls ich mich verändert habe. Ich hoffe, wenn, dann zum Positiven. Und natürlich zuerst das kleine Intro, wo jedes Mal ein anderes Pokémon herwatschelt. In diesem Fall Anton. Und Postbote Pelipper macht sich auf den Weg. Wohin auch immer. Und verliert seine Post. Was für eine schlampige Arbeit. Tja, Mystery Dungeon, Team Rot, mein allererstes Let's Play. Warum ich mich damals für dieses Spiel entschieden habe? Ich meine, ich habe es damals schon mal gesagt, aber ich habe mir halt Gedanken gemacht, was wäre ein optimales erstes Let's Play. Und ich wollte halt gerne ein Pokémon-Spiel spielen, weil ich mit diesen Spielen halt sehr vertraut bin. Nur die normalen Pokémon-Editionen, die wurden ja schon rauf und runter Let's Played. Und ich wollte halt irgendwas nehmen, was noch nicht so oft vertreten war. Und da kam Mystery Dungeon eigentlich wie gerufen. Es gab zwar ein paar Let's Plays, aber jetzt noch nicht so übermäßig viel, dass man sich schon satt geguckt hätte daran. Neues Spiel, Logbuch und auch eine ganz kleine Sache, die man mal so erwähnen kann. Man muss einfach, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ich habe jetzt meinen Controller so komisch konfiguriert. Entweder L oder Select war es, dann kann man sich dieses hübsch gezeichnete Bild ohne das Menü anschauen. Ganz nett. Neues Spiel! Herzlich willkommen! Dies ist das Portal zur Welt der Pokémon. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut, fangen wir an. Du hast ein faules Ei in deinem Zimmer zerdrückt. Was machst du nun? Warum sollte ich ein faules Ei in meinem Zimmer zerdrücken? Oh, es wird dann riechen. Boah, nee, Fenster auf, weg damit. Hinter der Tür hörst du einen Schrei. Was tust du? Ich schreie auch, Panik machen. Nee, die Tür aufreißen. Wenn es hart auf hart kommt, machst du weiter. Ja, ich denke schon. Endlich Sommerferien. Wo möchtest du hinfahren? Zum Strand, in Kur, irgendwohin. Irgendwohin. Hauptsache, man hat Spaß. Musst du oft gehen? In letzter Zeit öfter als mir lieb ist. Die Straße gabelt sich nach rechts und links. Rechts soll sich ein Schatz befinden. In welche Richtung gehst du? In keine. Ich bleib einfach stehen oder kehre nach Hause um. Nee. Ich denke mal, meine Neugier wäre zu groß. Hast du jemals eine Fallgrube gebaut? Irgendwie bekomme ich diese Frage immer, wenn ich das Spiel starte. Nein, ich habe keine Fallgrube gebaut. Sehe ich aus wie Team Rocket? Fühlst du dich einsam, wenn du alleine bist? Boah, so ein bisschen manchmal. Sag einfach ja. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Junge! Du scheinst der. Jetzt sag nichts Falsches, ich warne dich. Ausgeglichener Typ zu sein. Du stehst Freunden, die Sorgen haben, mit Rat und Tat zur Seite. Du magst keine Streitereien. Du bist eine warmherzige Person, die sich um andere kümmert. Du musst viele Freunde haben, die zu dir aufblicken. Aber dennoch, du bist auch ein wenig leichtgläubig. Ach was. Und ein wenig sorglos. Auch ein wenig schluderig. Hey, das muss ich mir hier nicht anhören. Vielleicht solltest du diese Aspekte nicht zur Seite schieben. Ein ausgeglichener Typ wie du sollte, ich erwarte das Schlimmste, ein Hydropi sein! Ja, damit bin ich ja relativ zufrieden. Ich dachte eigentlich, yeah, ich habe vielleicht das Glück und bin auch mal Shiggy, wie in meinem Let's Play, aber mit den Wasser-Pokémon bin ich generell immer zufrieden. Kommen wir zum Abschluss. Wen möchtest du als Partner wählen? Wähle das Pokémon, das du als Partner möchtest, aus der Gruppe. Ja, da bleibe ich meinen Gewohnheiten treu und nehme Bisasam. Und Bisasam hieß. Na, wer hat mein Let's Play gesehen? Yuki Teru! Nennt nicht Yuki Teru! Yuki Teru! Da fehlt doch das U. Ist der Name Yuki Teru okay? Yep. Okay, geschafft. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Mach's gut. Mach's besser. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht jemand. Wer kann das sein? Entschuldige, hallo.
Bitte wach auf! Komm, mach endlich die Augen auf! Ist aber gerade so schön bequem. Wieso wächst du mich? Endlich bist du aufgewacht. Das ist großartig. Wo bin ich? Hä? Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Yukiteru. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Weißt du, das ist so und so und... Wie bitte? Du bist ein Mensch? Aber du siehst genau wie ein Hydrupi aus. Wirklich. Hä? Was? Wie? Das stimmt. Ich bin ein Hydrupi. Aber wie? Und warum? Ich kann mich an nichts erinnern. Du bist seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Ja genau, ich heiße... Na, zumindest daran kann ich mich noch erinnern. Der Name Nagi ist natürlich okay. Oh, du heißt Nagi? Nun, der Name klingt lustig. Merkst du, dass du der Einzige bist, der lacht? Ja, Hydrupi. Er weiß auch nicht so recht, was er davon halten soll. Irgendjemand! Hilfe! Bitte Hilfe! Huh, was ist los? Oh, da hinten ruft jemand. Ist etwas passiert? Wie fürchterlich! Mein Raub ist in eine Höhle gefallen. Mein armes Baby. Was? Ein riesiger Erdspalt hat sich plötzlich geöffnet und mein Raub ist hineingefallen. Er ist noch zu jung, um hinauszukrabbeln. Als ich meinem Baby helfen wollte, wurde ich plötzlich von Pokémon angegriffen. Bitte? Du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Sie sind wohl durch die Erdspalte sehr aufgebracht und außer Kontrolle, denke ich. Ich bin zu schwach, um es mit wilden Pokémon aufzunehmen. Was wird aus meinem Baby werden? Oh, was soll ich nur tun? Oh weh, oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. Dann nix wie los. Ich kenne mich zwar kein Stückchen mehr aus, aber machen wir einfach mal. Jetzt fällt mir erst auf, wie klein Hydrupi ist. Ach, hey. Begib dich zum Zielort, attackiere Gegner durch Drücken von A. Und oh mein Gott, die langsame Standardgeschwindigkeit. Poké ist die Währung dieser Welt. Ja, auch Geld regiert die Pokémon-Welt. Und das Erste, was man machen sollte, nicht das Fenster. Wo macht man denn das? Die Dungeon-Einstellung. Bitte schnell. Denn ansonsten ist das ja völlig unspielbar. Ich kann Tackle und Heuler und Rums. Ich weiß auch genau, als ich das zum ersten Mal Let's Played habe, dass ich meine Steuerung so ganz komisch konfiguriert hatte und überhaupt nicht wusste, wo jetzt die ganzen Attacken sind und ich erstmal das erste Video nur geklickt habe wie ein Blöder und nicht wusste, was jetzt passiert. Die Treppe war zwar schon da, aber einfach mal ein bisschen gucken. Man findet ja immer ein bisschen Geld und Pokémon. Zack, und weg ist er. Also auf die nächste Ebene. Gegner reagieren nur, wenn du agierst. Drücke B, um das Menü zu öffnen und denke, bevor du handelst. Ja, das war damals ein Problem, was ich mit Mystery Dungeon hatte. Als ich zum ersten Mal Mystery Dungeon Team Blau gespielt hatte, ja, da ich halt schon DS hatte, habe ich natürlich Team Blau genommen anstatt Team Rot. Ich konnte das Spiel nicht leiden. Es hat mich sogar ziemlich frustriert gegen Ende. Kurz vor dem letzten Boss, also kurz vor Rayquaza, wo die ganzen Geister durch die Wände geflogen sind und ich nicht wusste, wie zur Hölle kann ich sie besiegen? Und ständig musste ich den Dungeon nochmal machen, hab all meine Items verloren und ich wollte das Spiel erstmal nicht mehr sehen. Hab's dann doch irgendwann beendet, aber Mystery Dungeon hatte doch immer noch einen ziemlich faden Beigeschmack bei mir. Dementsprechend war ich auch skeptisch, als dann ein Nachfolger angekündigt war, Mystery Dungeon Zeit und Dunkelheit. Aber meine Pokémon-Fanboy-DNA hat gesagt, du musst das Spiel trotzdem haben. Habe ich mir dann auch geholt und wow, dann bin ich endlich warm geworden mit Mystery Dungeon und habe Gefallen an dem Spiel gefunden. Weil ich dann endlich gelernt habe, wie das Spiel funktioniert. Das war auch ein Grund, warum ich dann für mein erstes Let's Play Team Rot ausgewählt habe. Weil ich dem Spiel halt nochmal eine Chance geben wollte. Und auch wenn es mit seinem Nachfolger nicht wirklich mithalten kann... Ich habe meine Meinung doch nachher noch mal im Positiven geändert. Da unten müsste schon Raupi sein, aber ich gucke mich auch ein bisschen um. Ah, Persifbeere.
Die Pilzefrierei-Vergiftung ist ja allgemein bekannt. So, Bisa, wie sieht's aus? Lass uns unser Bestes geben, Nagi. Jep, wir sind zwar schon kurz vor Raupi gewesen, aber ich drehe noch mal ein kleines Ründchen. Das interessiert mich gerade so mehr, weißt du? Das Schicksal eines kleinen Baby-Pokémon, wen juckt das schon? Wenn man hier Schätze finden kann und Taubsies vor den Latz hauen kann. Jetzt aber. Wollen wir das kleine Kerlchen nicht zu lange warten lassen? Hey, Raupi! Hey, Mami, wo bist du? Wir sind hier, um dich zu retten. Hoch! Deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Okay. Ist ja alles nochmal gut gegangen. Mein Baby ist gerettet. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie ich euch jemals danken kann. Ha, das war doch selbstverständlich. Die Zeiten sind gefährlich. All die Beben und Erdspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist, dass dem Kleinen nichts passiert ist. Oder dass er unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte, sagt mir zumindest euren Namen. Ich heiße Yukiteru. Und dies ist Nagi. Cool. Hurra. Er sieht mich voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen, ist mir ja fast schon ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, könnte mir Spaß machen. Ja, vergessen wir erstmal unsere ganze Identitätskrise. Wir haben erstmal was anderes zu tun. Vielen Dank, Yukiteru und Nagi. Ich weiß, es ist nicht annähernd genug, aber bitte, nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Sinnebären sind immer willkommen, genauso wie Pesivbären und Bären und noch mehr Bären. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist sehr stark. Ich bin wirklich beeindruckt. Und? Was hast du nun vor? Hast du irgendwelche Pläne? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Du hör mal, Nagi. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, komm doch mit mir. Na gut, dann folge ich dir mal ganz unauffällig. Nun, hier sind wir. Was ist hier? Wow! Na, das schaut ja mal relativ nice aus. Wow! Ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Ich bin ein Mensch, aber das gefällt mir. Ich fühle mich unheimlich wohl. Ist vielleicht so ein Pokémon-Instinkt. Vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Ist auch egal, ich bin glücklich. Vielleicht empfinde ich das so, weil ich ein Hydropi bin. Oh Nagi, du bist beeindruckt, habe ich recht? Das dachte ich mir. Ich habe mir gedacht, dass dies genau passend für dich ist, Nagi. Ich war mir ganz sicher, dass es dir gefallen würde. Dies ist dein Briefkasten. Hier kommen die Briefe, die andere Pokémon senden, hinein. Genau wie diese Erdspalte, in die Raupi gefallen ist. Aus irgendeinem Grund häufen sich in letzter Zeit die Naturkatastrophen. Und aufgrund dieser Katastrophen leiden viele Pokémon. Ich möchte den Pokémon diesen schweren Zeiten helfen. Ich möchte die Dinge ändern, sodass alle Pokémon friedlich leben können. Daher, mir hat gefallen, wie du mir bei der Rettung von Raupi geholfen hast. Hast du nicht Lust, mit mir ein Retterteam aufzubauen? Nagi, ich denke, wir könnten das beste Retterteam aller Zeiten bilden. Bist du dabei? Nee, weißt du, da habe ich so überhaupt keine Lust drauf und... Doch, klar! Perfekt! Dann werden wir uns ja einig. Ja, natürlich, ansonsten hätte ich das Game ja gar nicht kaufen müssen. Von nun an sind wir beide Partner und bilden ein Retterteam. Nagi, schön, dich dabei zu haben. Der Teamname, mir ist noch keiner eingefallen. Also Nagi, wie würdest du uns nennen? Ja, Pokémon ist ja ein bisschen unkreativ. Benutze ich den Namen, den ich auch in meinen Let's Plays benutzt habe. Für Mystery Dungeon 1 und 2, nicht Ale, Ala. Jetzt brauche ich mal kurz ein Leerzeichen. Ala Alba, als Anlehnung an Negima. Ala Alba! Das klingt ja super. Ein schöner Name. Passt perfekt zu uns. Retterteam Ala Alba. Lass uns morgen einen guten Start hinlegen. Juhu! Und so begann die gemeinsame Karriere von Nagi und Yukiteru. Auf ein neues. Nur diesmal als Hydropi anstatt als Shigi.
Und bevor jetzt Verwunderung aufkommt, ich werde nicht doch mal Mystery Dungeon Team Rot Let's Playen. Ich wollte das einfach nur mal machen zum zweijährigen Jubiläum, weil es halt mein erstes Let's Play ist. Einfach nochmal den Anfang des Spiels machen und gucken, wie ich es jetzt so Let's Playen würde. Ja, guten Morgen. Wir sind im dritten Let's Player angekommen. Hoffen wir, dass auch alles weiter so gut läuft wie bisher. Auch wenn in letzter Zeit nicht so viel passiert ist. Hab leider nicht so mehr zu viel Zeit, aber ich habe mir vorgenommen, ich habe mir sogar eine Liste gemacht, was ich demnächst machen werde und wie ich es anpacken werde. Ich möchte auf jeden Fall mehr hochladen und es wird demnächst ein paar kleine Änderungen geben. Wie gesagt, ich habe eine Liste gemacht und werde da demnächst eine kleine Ankündigung machen. Also, bis dann, auf ein gutes drittes Jahr. See ya!